Hallo und herzlich willkommen zurück in Uttis Konsolenparadies. Wir spielen The Legend of Zelda Skyward Sword für die Nintendo Wii. Und im letzten Part, ja, sind wir ein bisschen durch den Wolkenhort gelaufen und haben eigentlich nicht wirklich was erreicht, außer dass wir eine Stamina Potion abgegeben haben. Wir wollen jetzt erstmal bis morgens schlafen, weil die Quest, die wir im letzten Part angefangen haben, nämlich die Rassel zu finden, die machen wir besser tagsüber. Funktioniert einfach besser, sieht man mehr, macht mehr Spaß. Vielleicht geht sie auch gar nicht nachts, das konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Aber wir machen sie auf jeden Fall besser tagsüber. So, das ist die Quintessenz von dem, was ich sagen will. So. Was wir jetzt genau machen wollen, wir wollen tatsächlich uns irgendwie nach oben hangeln. Da. Und irgendwie müssen wir da an Lianen ran. Das werden wir irgendwie schaffen. Wir wollen ja diesmal nicht da oben einen Kristall finden. Seht ihr da hinten diese schwebende Insel? Genau da müssen wir dran. Genau. Genau da wollen wir ran. Und da hat das Spiel geruckelt. Das ist ja unglaublich. Ein Wii-Spiel, das ruckelt mit... Obwohl es nur 480p Auflösung hat. Unglaublich. Wirklich unglaublich. Hat es überhaupt 480p? Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch so wie die N64-Spiele, die teilweise nur 240p hatten. Auf jeden Fall eine richtig miese Auflösung. Nein, das war die falsche Taste. Wir wollen unsere Greifhaken ausrüsten. Und können damit nämlich jetzt hier nach oben. Wahrscheinlich wäre das auch des Nachts gegangen. Aber egal, so ist es einfacher. Na, komm schon. So. Dann halt da lang. Und schon sind wir hier oben, wo es aktuell noch nicht sonderlich viel gibt. Außer vielleicht da oben die Schmetterlinge. Nein. Oh. Gott. Ja, hier oben ist noch tatsächlich zusätzlich hier eine von diesen Kisten, die wir aber aktuell nicht öffnen können. So. Spielen wir mal kurz ein bisschen einen kleinen netten Beat. Und... bekommen dadurch einen Schiekstein. Haha. Ich mag diese Dinger. Boing, boing. Ein Geschenk der Göttin. Das heißt, dieser legendäre, sehr seltene Schatz habe eins der Göttin selbst gehört. Davon haben wir mittlerweile 5 Stück und einen haben wir schon verbraucht. Von daher, ja. So. Jetzt wollen wir da hineinspringen. Am besten machen wir das mit Vollgas und verkacken. Aber volle Kanne. Ah, so ein Dreck. Okay, wir müssen also wieder darüber und wieder hochhangeln. So nervig. Okay, man muss, um wirklich nach vorne zu springen, die Wiimote schon echt arg weit kippen. Daran bin ich ja schon häufiger mal gescheitert. Aber ich meine, von nichts kommt nichts, ne? Man muss ja auch immer mal ein bisschen lernen. Lernen, den ganzen Quatsch, den man hier gegeben bekommt, vernünftig einzusetzen. So, komm, ab nach oben, Link. Genau, so, und weiter nach oben. Zack, und hepp. Super. Okay. Wie wär's, wenn es einfach beim ersten Mal mal klappt? Das wäre doch mal was zur Abwechslung. Danke. So, wir sind hier im obersten Vogelnest vom Wolkenhort. Und was haben wir denn hier? Eine Rassel, die wir irgendwie... Ach so, wahrscheinlich... Wahrscheinlich... müssen wir mit unserem Staubsauger, mit unserem Anti-Staubsauger den Dreck wegpusten, genau. Und jetzt können wir die Rassel einsammeln. Du hast eine Rassel erhalten. Von vielen Babys heißt geliebt. Wer mag diese Rassel wohl verloren haben? Ja, Trankbrauer Diometz. Das müsste es sein. So, weg damit. Wir wollen zu Trankbrauer Diometz. Vorausgesetzt, er ist überhaupt zu Hause. Das
Könnte natürlich auch sein, dass er einfach in seinem Shop ist. Gucken wir mal. Wahrscheinlich ist er in seinem Shop. Ja. Der will gerade nichts von uns. Egal. Wir gehen kurz in den Bazar. Dann können wir nochmal kurz mit dem Item-Check sprechen. Mit unserer netten Bardame. Vielleicht. Wir müssen sie rumkriegen. Das ist das Problem. Aber dafür müssen wir sehr, sehr häufig bei ihr vorbeischauen. Und ich glaube, ich habe noch, war noch nicht häufig genug bei ihr. Das ist das Problem. So, wo ist denn jetzt der Bazar? Ich glaube, hier eine Etage höher einfach, oder? Immer wenn ich da hinten im Osten in der Wohnsiedlung rumrenne, verliere ich hier total den Überblick im Wolkenhort. Naja. So. Sprechen wir erstmal mit ihr. Hi. Ah. Ich bin so froh, dass du da bist. Nur für dich? Ich bin so glücklich, wenn du bei mir bist. Wenn ich in letzter Zeit an dich denke, schlägt mein Herz immer ganz schnell. Ist das vielleicht Liebe? Ja. Ach, sag's nicht so laut. Das macht mich ja ganz wild. Ach, ich schmelze dahin. Zurück zur Arbeit. Willst du das Itemlager benutzen? Nein. Entschuldige bitte, das ist mir jetzt wirklich peinlich. Also du willst bestimmt etwas bei mir abgeben, Schatz. Ja. Nur keine Hektik, mein Schatz. Ja, geh mir einfach meine Flasche ab, nur damit wir etwas getan haben. So, fertig. Du kommst doch bald wieder, oder? Ja, klar. So, gut, dann damit hat das eigentlich, hat das auch funktioniert. Und wir können ihm die Rassel geben. Oh, willkommen. Was? Du willst mir etwas zeigen? Tut mir wirklich sehr leid, aber ich arbeite gerade. Komm doch mal nachts bei mir zu Hause vorbei, wenn es dir nichts ausmacht. Bis dann. Okay. Aber immerhin hat das mit dem Item-Check funktioniert. So, gut. Dann wollen wir wieder in den Osten zu Trankbrauer Blablas Haus. Okay. Das wäre dann quasi da hinten. Ja, ja. Ein bisschen hin und her rennen schadet Link ja nicht. Vielleicht steigert irgendwann seine Ausdauer. Wer weiß, wer weiß. Einfach nervig. Tatsächlich habe ich deutlich mehr vorbereitet für die vier Parts, als wir jetzt letztendlich machen. Eigentlich wollte ich schon wieder zum Sandsee und so. Aber mein Gott, passiert. Ja, gut. Hier gibt es auch Betten. Dann schlafen wir einfach mal hier in dem Bett. Bis wann möchtest du schlafen? Wir wollen bis nachts schlafen, dann müsste der Kollege zu Hause sein. Wir warten quasi bei ihm zu Hause im Bett auf ihn. Ist doch nett, oder? Wenn ihr Kumpels erwartet, dann lasst ihr die doch auch immer in eurem Bett auf euch warten, oder? Nicht? Na gut. Das ist ja die Rassel, du hast sie gefunden. Gut, und jetzt ins Bettchen. Sieh dir das an, das scheint sich beruhigt zu haben und schläft sich bald wieder ein. Endlich kann ich wieder schlafen. Vielen Dank, das werde ich dir nie vergessen. Und dafür bekommen wir 5 weitere Juwelen der Güte. Hilfst du einem Menschen, so erhältst du stets 5 Einheiten davon. Sehr gut. Damit haben wir 49 Juwelen der Güte. Gut, wir wollen bis zum nächsten Morgen schlafen. Denn weiter geht's jetzt im Item-Check. Genau. Dadurch, dass sie uns jetzt endlich Darling nennt, beziehungsweise Schatz, hat das eine weitere Side-Quest hier im Wolkenhort getriggert, die wir jetzt ganz schnell abschließen können. Glaube ich, sollte zumindest ganz schnell gehen. Ja, dann gehen wir einfach beim nächsten Mal im Sandsee weiter. Hilft ja nix. Scheinbar hat das alles hier oben etwas länger gedauert als gedacht. Okay, so, wo ist denn ihr Vater? Der müsste doch eigentlich direkt bei ihr in der Nähe sein, oder? Bist du vielleicht ihr Vater? Ah, werte Herr, kann ich euch meine Hilfe anbieten? Nein.
Okay. Ja, ist nein. Ist okay, aber irgendwer muss doch hier mit mir sprechen, wenn sie mich Schatz nennt. Zumindest so die Anleitung. Warst du schon mal nachts hier im Wolkenhort unterwegs? Das ist ja also einiges anders als tagsüber. Wenn du unseren Alterhändler nachts in seinem Haus besuchst, kauft er dir zum Beispiel deine Schätze ab. Nachts ist es zwar gefährlicher als tagsüber, aber für einen Ritterschüler sollte das doch kein Problem sein. Nicht vergessen, leg dich ins Bett, wenn du den Wolkenhort bei Nacht erleben willst. Okay. Hi. Ich habe da so ein Gerücht gehört. Nachts erklingt beim Wohnheim der Ritterschule die Stimme einer Frau. Ich mag zwar aussehen wie ein starker Kerl, aber solche Geschichten treiben mir den Angstschweiß auf die Stirn. Was sagst du da? Jemand auf der Toilette ruft nach Papier? Ich kenne das Gefühl, wenn man da sitzt und plötzlich bemerkt, dass kein Papier da ist. Das ist wirklich unschön. Du bist nicht Vater, du bist eher Mutter. Wir sprechen nochmal mit ihr. Hallo mein Schatz, ich habe schon auf dich gewartet. Hast du auch heute wieder was abzuladen? Gib mir alles, die Ausrüstung meine ich. Ja. Nur keine Hektik, mein Schatz. Oh, ist die süß. Ohne Scheiß. So, wir nehmen wieder ein Fläschchen mit. Du kommst doch bald wieder, oder? So, wo ist denn jetzt ihr Vater? Ah, werte Herr, kann ich euch mal... Nein! So. Nee. Okay, dann bin ich diesbezüglich überfragt. Okay, wir machen erstmal anders weiter. Gut. Das ist jetzt gerade zwar irgendwie blöd, aber da kann ich jetzt gerade echt nichts gegen machen. Werde ich rausfinden bis zum nächsten Part. Ist dann halt so. Gehen wir jetzt erstmal nochmal zur Ritterakademie und holen uns dann das letzte Juwel der Güte, was man so frei holen kann. Das können wir nämlich jetzt auch machen. Ob das jetzt nur nachts geht, weiß ich allerdings nicht. Werden wir rausfinden. So. Ach so, okay, wir müssen aufs Dach, aber... komm, Link. Trödel nicht so, nicht hier runterfallen. Das wäre katastrophal. Wir wollen nämlich nach ganz oben. Idiot. Link, was soll das denn? Ach Gott. Komm, nochmal. Die Tutorial-Mission solltest du eigentlich langsam drauf haben, oder? So, komm, hepp. Hepp, hepp. Danke. So, Kamera drehen. Jetzt hier rüberrennen. Dankeschön. Da hoch. Dankeschön. Und jetzt können wir uns nämlich hier in den Kamin reinhangeln. Zack. Und ab. Auch so kann man die Ritterschule betreten. So. Und jetzt sind wir hier im Kaminschacht und finden ein paar Rubine. Das war zwar nicht der Plan, aber ein paar Rubine sind natürlich auch nicht schlecht. Ja, dann lauf halt ein bisschen Kratz an der Wand lang, mach dich nur langsamer. So, wir sind in Zeldas Zimmer. Und warum sollten wir nicht im Bett unseres Schatzes schlafen? Keine Ahnung. Wir machen es einfach. Und auch hier finden wir ein Juwel der Güte. Juwel der Güte Nummer 50. Wunderschön. Okay. Hat Zelda was in ihrem Schrank? Ein Herzteil! Sehr schön. Dir fehlt nur noch ein weiteres. Sehr gut. Da habe ich jetzt gerade tatsächlich gar nicht mehr mit gerechnet. Das habe ich irgendwie überlesen. Okay, jetzt, wo wir 50 Juwelen der Güte haben, können wir wieder zu Morsego gehen. Heißt er Morsego? Ich glaube, ja.
Ob das natürlich im Englischen oder im Deutschen so ist, weiß ich nicht. Hier müsste der Friedhof sein, ne? Ja, da wollen wir hin. Das wollen wir nicht sehen. Gut. Denn von Morsego bekommen wir ein weiteres Item. Ich glaube, 3 Stück fehlen uns noch. Blödes Chuchu, hau ab. So, Mann, ist das ein weiter Weg. Nein, ich möchte nicht von dir angegriffen werden. Dankeschön. So. Dann ist hier der Friedhof. Und hier geht's runter zu unserem Lieblingsdämon. Auch mit Schmerzen in den Beinen. Ja, ja. Auch mit Schmerzen in den Beinen kommen wir zu unserem Lieblingsdämon. Diesmal sogar nachts. Ja, tatsächlich heißt er in der deutschen Version Morsego. Ich weiß gar nicht, habe ich mir das aufgeschrieben oder habe ich das eben einfach intuitiv gesagt? Keine Ahnung. Okay, hi. Oh, du hast wirklich viele Juwelen der Güte für mich gesammelt. Ich bin sehr glücklich. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Du hast die riesige Geldbörse erhalten. Sie bietet noch viel mehr Platz als deine alte Geldbörse. In ihr kannst du bis zu 5000 Rubine aufbewahren. Ich benötige nur noch eine ganz kleine Menge mehr Juwelen der Güte, um ein Mensch zu werden. Bitte lass mich jetzt nicht im Stich. Habe ich nicht vor. Wow, wir können jetzt 5000 Rubine mit uns tragen. Wir haben 450. Naja, okay. Wir haben also nie wieder das Problem, dass wir uns überlegen sollten, ob wir einen goldenen Rubin holen oder nicht. Gut, kann man machen. Muss man nicht. Aber das ist egal. So. Wir haben noch 3 weitere Kisten, Gotteskisten, die wir holen können. Das werden wir jetzt auch eben schnell machen. Und dann werden wir diesen Part beenden. Genau. Und ich schaue bis zum nächsten Mal nach, wie wir die Mission für unsere Item-Dame gelöst bekommen. So, da wir aber unsere Items, unsere Kisten nur holen können, wenn wir tagsüber haben, weil wir sonst nicht fliegen können, müssen wir einmal pennen. Machen wir jetzt im Dreck. Wir schlafen im Dreck, ist kein Ding. Diesmal staubsaugen wir nicht, sonst kriegt sie wieder Ärger von ihrem Sohn oder so. Naja, soll sie machen. Soll sie machen. Wenn sie mich bezahlen will, soll sie mich bezahlen. Wenn ihr Sohn deswegen kein Essen hat, muss er arbeiten, ne? Ist so. Okay. Gut, gucken wir auf der Karte. Wir sehen schon mal hier eine Kiste der Göttin. Wollen wir die doch holen? Am besten. Ja, hier können wir losfliegen. So. Wahrscheinlich geht es auch ohne, dass man zwischendurch in die Wolken aufbricht, aber. Naja. Wobei. Ja, doch, 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 doch. Zoom. Ist halt die Frage, ob wir da überhaupt drankommen, so. Weil auf unserer Karte ist es im Moment nicht eingezeichnet. Wir springen mal hier auf dieser Insel ab. Mal gucken. Da müsste eigentlich die Kiste sein, oder? Au. Können wir gar nicht. Na gut. Aber das müsste richtig sein, oder? Ja. Ich glaube. Ja, ja, ja. Gut. Wir setzen den Greifhaken. Ziehen uns einmal hier hoch. Da. Komm schon. Danke. So. Und jetzt müssen wir hier einen super Weitsprung machen, oder können wir mit dem Greifhaken dahin? Nee. Vielleicht ist es besser, wenn wir das von da oben machen. Bestimmt. Nicht, dass wir vielleicht dann doch noch vorbeifallen oder so. Ätzend. Aber gut, ich glaube, dass dieses hier, ja, die Sprungvorrichtung dafür ist. Okay. Und Vollgas. Zack.
Passt. Sehr schön. Kiste Nummer 1 gehört uns. Ein goldener Rubin. Sehr schön. Wir füllen direkt unser neues großes Portemonnaie auf. So. Zwei weitere Kisten, die wir noch brauchen. Na, vielleicht holen wir auch nur eine. Ich werde nämlich gleich abgeholt, weil mein Auto heute in der Werkstatt war. Und mein Onkel war damit in der Werkstatt. Und kommt gleich quasi mich mit meinem Auto abholen. Und dann muss ich ihn nach Hause fahren. Deshalb holen wir uns vielleicht auch einfach nur noch diese eine Kiste, die wir jetzt gerade da hinten sehen. Schauen wir mal, wie spät es ist. Ja, doch, 10 nach 6. Spätestens um 6:30 ist er hier. Ja, da müssen wir dann gleich nochmal kurz einen Stopp im Wolkenhort machen, um abzuspeichern und das Ganze zu beenden. Passiert. Aber gut, der nächste Part, der wird dann tatsächlich wieder in die Story eintreten. Wir werden ganz schnell eben die letzte Kiste holen. Und, Oh! Was zum Teufel? Was zum Teufel war das denn? Ganz schnell die letzte Kiste holen. Dann die eine Mission mit unserer netten Dame machen und dann sofort weiter in der Story gehen. So. Ah! Ups, das war nicht der Plan. So. Wo haben wir denn die Kiste? Einmal reinzoomen. Weg mit dir. Weiter reinzoomen? Geht nicht. Ach so. Müssen wir dafür hier durchtauchen? Zack. Okay, wir müssen aus dem Wasser springen. Bäh. Hep, dankeschön. Nein, boah. Okay, hier haben wir eine Fee, die können wir direkt mal füllen. Dankeschön. Du hast eine Fee gefangen, diese gütige Wesen. Bla 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 bla. 6 Herzen, bla. Okay, und hier haben wir die Kiste, die wir brauchen. Und wir finden eine Herzmedaille. Trägst diese bei dir, wirst du häufiger auf Herzen stoßen. Nimm sie mit, falls dir deine Gesundheit am Herzen liegt. Oh. Ah, okay. Deine Tasche ist voll, das Item wurde im Itemlager deponiert. Sehr schön. Das ist ein kompletter Herzcontainer. Ja, ich denke, wir werden eine Flasche wieder zu unserem Schatz bringen. Und die Herzmedaille ausrüsten. Dann haben wir nämlich schon 15 volle Herzcontainer. Und wir brauchen dann auch nur noch ein Herzteil, bis wir 16 Herzcontainer haben. Das heißt, es fehlen eh nur noch insgesamt 4 Stück. Wir sind also quasi kurz davor, unsere Herzen zu komplettieren. Ja, warum nicht? Habe ich eh schon drauf gewartet. Man kann nie genug Energie in einem Zelda-Spiel haben. Ist einfach so. Okay, dann würde ich sagen, kann man so langsam auch schon damit anfangen, die Abmoderation zu machen. Ich freue mich drauf, gleich mein Auto wieder zu haben, mit dem Bus zur Arbeit zu fahren. Zackt. Ja, ich danke euch an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß dabei. Wenn ja, gebt doch einen Daumen hoch. Wenn nicht, einen Daumen runter. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, sag ich Keep Gaming und ciao.